und herzlich willkommen zu diesem Baubericht des Flugzeugträgers Kart. Der Bausatz wurde herausgegeben vom polnischen JSC Verlag und kostet 11 Euro. Der Bausatz ist im Maßstab von 1 zu 400 und das Modell ist 38 cm lang. Er enthält weiterhin 3 deutsche U-Boote sowie 18 Trägerflugzeuge. Es sind insgesamt 1206 Teile zu verbauen. Ganz neu für mich war der Spantensatz aus Balsaholz, der das Modell sehr stabil machte. Diese Flugzeugträger wurden Geleitflugzeugträger genannt, weil er mit rund 150 Meter Länge relativ klein war. Es konnten um die 20 Flugzeuge mitgeführt werden und die Höchstgeschwindigkeit lag bei 18 Knoten. Die Kart wurde als Frachter auf einer Werft in der Nähe von Seattle auf Kiel gelegt und während des Baus von der US Navy erworben und zum Flugzeugträger weitergebaut. Im November 1942 wurde der Träger dann in Dienst gestellt. Und dieses Schiff baue ich nun. Hier ist mein Arbeitsplatz. 2 Scheren, Klebstoff, eine Pinzette und ein Zahnstocher reichen mir. Mit dem Spantensatz aus Balsaholz fange ich an. Die Teile werden einfach aus der Schablone herausgedrückt und die Kanten eventuell geglättet. Sie sind auch schnell zusammengeklebt und bilden eine stabile Grundlage für die Bordwände und den verschiedenen Deckteilen. Allerdings sollte man solche tragenden Teile immer 24 Stunden trocknen lassen, bevor man sie weiterbaut. Es folgen dann die Bordwände und die Deckteile. In dieser Bauphase kommt man gut voran. Diese großen Teile verdopple ich im Übrigen aus Sicherheitsgründen immer mit Abfallpapier. Die Bauanleitung ist ganz ordentlich und liegt in Polnisch und in Englisch vor. Viele Zeichnungen ergänzen die Bauanleitung. Hier kann man noch einmal schön das Balsaholzgerüst sehen. Das Modell ist nach unten hin offen, hat also keine Bodenplatte. Die Bordwände habe ich schon vorher fertig gemacht und vorgeformt, sodass ich sie nur noch anzukleben brauche. Dieser Maßstab von 1 zu 400 ist doch ein Kompromiss und sehr anstrengend. Ich baue lieber Modelle im Maßstab von 1 zu 250, aber dann würde die Kart als Modell eine Länge von 60 cm haben. Aber egal, wie groß die Wohnung ist, irgendwann ist Schluss mit dem Platz. Mein nächstes Modell wird aber auf jeden Fall wieder im Maßstab von 1 zu 250 sein. Hier beginne ich mit der Brücke, die an Steuerbord, also auf der rechten Seite des Schiffes, angebaut wird. Sie ist sehr klein und beengt und dient lediglich zum Lenken des Schiffes. Die eigentliche Zentrale des Schiffes befindet sich unterhalb des Flugdecks, wo auch die meisten Mannschaftsunterkünfte liegen. Es folgen die Masten und die vielen Flaggeschütze, die aber für das Einsatzprofil dieses Schiffes, nämlich der U-Boot-Jagd, völliger Unsinn waren. Die U-Boote
führten keine Flugzeuge mit sich, die diesem Schiff hätten gefährlich werden können. Und für die deutsche Luftwaffe waren diese Schiffe mitten im Atlantik nicht erreichbar. Damit ist das Modell fertig geworden. Nun fehlen noch die Flugzeuge. Auf den Bildern von amerikanischen Flugzeugträgern sieht man das Deck immer vollgestellt mit Flugzeugen. Die Philosophie der US Navy war so ganz anders wie die der Engländer. Die Engländer bauten ein Schiff, auf dem Flugzeuge starten und landen konnten, während die US Navy einen Flughafen auf einem Schiff bauten, praktisch alle Belange dem Flugbetrieb unterordneten. So konnten von US-Trägern immer doppelt so viele Flugzeuge operieren wie von den gleich großen englischen Flugzeugträgern. Die Amerikaner produzierten diese Hilfsflugzeugträger in großer Anzahl und waren in der Lage, vom Baubeginn in der Werft bis zur Ausrüstung und Training innerhalb nur eines Jahres die Schiffe in den Einsatz zu bringen. Hier einmal das amerikanische Minensuchboot 2211 zum Vergleich für die Größe des Flugzeugträgers. Und nun geht es los mit den Flugzeugen. Dem Bausatz beigefügt sind 6 Trägerflugzeuge vom Typ Wildcat, einem Jagdflugzeug, und 12 Flugzeuge vom Typ Avenger, einem Torpedoträger, der aber auch für den Einsatz gegen U-Boote geeignet war, entsprechend umgerüstet wurde und normale Bomben wie auch Wasserbomben abwerfen konnte. Die Bauteile für die Flugzeuge in dem Maßstab waren sehr klein. 13 Teile zum Beispiel für die Avenger. Da war viel Geduld angesagt und es hat auch eine Weile gedauert. Die Card wurde nach ihrer Indienststellung im Atlantik zur Bekämpfung der deutschen U-Boote eingesetzt. Sie war dabei der Kern einer Jagdgruppe, auch Hunter Killer Group genannt, die sich aus dem Flugzeugträger und mehreren Zerstörern gebildet hatte. Die Engländer wussten in dieser Phase des Krieges, also ab 1943, sehr genau, wo sich die deutschen U-Boote im Atlantik befanden und haben mit großem Erfolg ihre wichtigen Geleitzüge um diese U-Boote herumgeführt. Darüber hinaus konnte sie mit ihrem Wissen die deutschen U-Boote gezielt angreifen. Die Card war dabei sehr erfolgreich und versenkte in mehreren Unternehmungen zahlreiche deutsche Boote. Für den Bau habe ich insgesamt 5 Wochen gebraucht. Es war mein erster Flugzeugträger und mit dem Spantengerüst aus Balsaholz gab es dabei keine Probleme mit der Stabilität und dem immer möglichen Verziehen des Rumpfes. Für die endgültige Positionierung der Flugzeuge auf dem Deck habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich habe hier das Modell einmal fotografiert in mehreren möglichen Optionen. Einmal in der Anordnung während des Startens der Flugzeuge oder abgestellt während einer Verlegung oder in einer Landephase. Die Card war bis Mai 1945 im Atlantik stationiert und wurde anschließend zum Flugzeugtransportieren im Pazifik eingesetzt. Als auch der Krieg gegen Japan im September 1945 zu Ende ging, wurde die Card wiederum als Transporter eingesetzt, um Material und Mannschaften zurück in die USA zu bringen. Im Jahr 1946 wurde das Schiff außer Dienst gestellt und eingemottet, um dann 1955
wieder in Betrieb gestellt zu werden. Es wurde zum Flugzeugtransporter umgebaut und fuhr unter ziviler Besatzung. Als der Vietnamkrieg ausbrach, wurde die Kart von der US-Marine gechartert, um Truppen, Nachschub und Flugzeuge aus den Vereinigten Staaten nach Fernost zu transportieren. Am frühen Morgen des 2. Mai 1964 platzierte ein nordvietnamesischer Kampftaucher eine Sprengladung am Rumpf der Kart, die zu diesem Zeitpunkt an der Pier in Saigon lag. Die Explosion riss ein Loch in den Rumpf des Schiffes, die Maschinenräume liefen voll und die Kart sank im etwa 6 Meter tiefen Wasser des Hafens auf Grund. 17 Tage später wurde das Leck abgedichtet und das Wasser abgepumpt. Anschließend wurde der ehemalige Geleitträger von Schleppern der US-Marine zur United States Naval Base in Subic Bay auf den Philippinen geschleppt. Zu weiteren Reparaturen kam die Kart nach Yokosuka in Japan. Am 11. Dezember 1964 wurde die Kart wieder in Dienst gestellt. Am 10. März 1970 wurde die Kart zum letzten Mal außer Dienst gestellt. Ihr Name wurde am 15. September aus dem Schiffsregister der Marine gestrichen. 1971 wurde sie dann zur Verschrottung nach Port Westward in Oregon verkauft. So ist die Kart ein Stück Seefahrtsgeschichte und der Bau hat Spaß gemacht. Meinen Respekt haben alle die Zuschauer, die es bis hierher geschafft haben. Und mit diesen Originalfotos der Kart verabschiede ich mich und sage Tschüss bis zum nächsten Baubericht.